Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pottwahl 52. Heute nicht aus Mainz, sondern von der Hochschule für Musik in Würzburg. Ich heiße Katrin und ich möchte euch heute ein Stück für Gitarre Solo vorstellen, nämlich Serenade von Sofia Gubaidulina. Sofia Gubaidulina wurde 1931 in Russland geboren. Sie ist mittlerweile also über 90 Jahre alt. Sie studierte dort Klavier und Komposition und machte sich bald als freischaffende Künstlerin selbstständig. Sie hatte einige finanzielle Probleme, da ein Teil ihrer Werke in den 60er und 70er Jahren in der Sowjetunion verboten waren. Ihr Kompositionsstil entsprach nicht den Vorstellungen des sowjetischen Realismus. Und viele ihrer Werke unterlagen Aufführungsverboten. Sie komponierte aber auch Filmmusik, die oft aufgeführt wurde. Auch wenn sie vom politischen System nicht akzeptiert wurde, so erfuhr sie doch Zuspruch von anderen Seiten, zum Beispiel von Dmitri Schostakowitsch, der sie ermutigte, sie selbst zu sein und ihren eigenen, laut der Gesellschaft, falschen Weg weiterzugehen. Das tat sie zum Glück auch und experimentierte viel in ihren Kompositionen, zum Beispiel mit elektronischen Instrumenten oder ungewöhnlichen Besetzungen, wie in einem Intermezzo für 16 Harfen, 8 Trompeten und Schlagzeug. Das machte sich dann auch bezahlt und sie hatte Erfolg im Westen. Ihre Werke wurden zunehmend häufig im Ausland aufgeführt. Sie selbst durfte bei diesen Aufführungen aber nicht dabei sein, da sie noch ein Reiseverbot hatte. Tatsächlich darf sie erst seit 1986 uneingeschränkt reisen. Sie wanderte dann auch aus und lebt seit 1992 in Deutschland, um sich richtig entfalten zu können. Für Gitarre komponierte sie nur zwei Stücke, eine Toccata und die 1969 entstandene Serenade, die wir uns heute anschauen. Serenade, dieses Wort weckt gleich unzählige Assoziationen. Vielleicht ein Mann mit Gitarre, der unter dem Fenster der Geliebten ein Ständchen spielt. Oder ein intimes Konzert unter freiem Himmel an einem lauen Sommerabend. Ich denke, das kann man auch hören. Gubaidulina bezieht sich deutlich auf diesen Begriff der Serenade. Schon allein, dass dieser Anfang des Stücks so tonal gefestigt in G-Moll steht. Aufs erste Hören könnte man meinen, man hat es mit einem barocken Gitarrenstück zu tun und nicht mit neuer Musik. Mit Akkorden, die wie Säulen dastehen und Skalen wie Girlanden dazwischen gewoben. Mit sanglichen Melodien. Einfach schön. Mir kommt es so vor, als würde ein Gitarrist oder eine Gitarristin in einen neuen Raum treten und erst einmal die Akustik prüfen. Er oder sie spielt einzelne Akkorde, ein paar Tonleitern und horcht jedem einzelnen Ton nach.
Interessanterweise kommen keine Grundstellungsakkorde vor, sondern nur Sechstakkorde und einmal ein Quartsechstakkord. Das bestärkt für mich auch diese Idee des Suchens. Dann wächst die Melodie über sich hinaus. In einer Ganztonskala blüht die Melodie auf von G-Moll nach G-Dur. Dieses G-Dur ist allerdings nur von kurzer Dauer und entpuppt sich bald als Dominante, die zu C-Moll führt. Dort wird die Tonalität dann zum ersten Mal richtig durchbrochen. Es kommt ein Fes beispielsweise hinein, ein sehr ungewöhnlicher Ton. Das Tonmaterial wird also verfremdet und man ist sich nicht sicher, ob man sich jetzt noch in C-Moll oder vielleicht schon in Des-Dur befindet. Relativ unerwartet schließt der zweite Teil an. Mit singenden Terzen, die wir schon ganz am Anfang gehört haben. Die melancholische Melodie wird beinahe überspitzt konsequent ausgeterzt, was an Volksmusik erinnert. Für mich sind in dieser Melodie so viele Emotionen erhalten, was anscheinend ein Talent der Komponistin war, wie es das Zitat des russischen Komponisten Boris Klusner zeigt. Er sagte, das Talent der Komponistin vermochte sogar die Trommeln zu etwas Poetischem zu machen. Nachdem im ersten Teil nur vereinzelt Akkorde vorkamen und sonst Einstimmigkeit vorherrschte, ist die Musik nun durchgehend zweistimmig. Wie gehört, kennzeichnet den zweiten Teil aber nicht nur diese Terzen, sondern auch repetierende Töne, wie eine Mandoline, die tremoliert. Auch dieser Teil ist vielleicht noch an die Serenade angelehnt. Es wird die Stimme nachempfunden bei einem abendlichen Ständchen, sowohl in den genannten sanglichen Melodien als auch in diesen Messa di voce-artigen An- und Abschwellern. Die repetierenden Töne wabern wie aus dem Nichts auf, werden lauter und schneller und dann klingen sie wieder ab. Komischerweise ist es nicht immer die gleiche Anzahl an Tönen. Tatsächlich habe ich noch keine Logik dahinter entdecken können. Immer eine andere Anzahl. Das ist bei der Stimme ja aber auch so. Wenn man singt, klingt es ja nie gleich. Also darf sich wahrscheinlich auch der Spieler oder die Spielerin Freiheiten nehmen. Bei den langen Noten sind Taktwechsel notiert. Auf der Gitarre kann man Töne nicht so lang halten. Es ist natürlich, dass man einen Ton anschlägt und er dann relativ schnell verklingt. Wie notiert, kann der Ton gar nicht so lange klingen. Es sind aber sogar noch längere Takte eingefügt. Das könnte aber auch bedeuten, dass man sich Freiheiten im Metrum nehmen kann und nicht stur durchzählen sollte, sondern ermutigt den Spieler oder die Spielerin, jedem Ton nachzuhören, bis er verklungen ist. Dann erfolgt ein Lichtwechsel. Der dritte Teil greift zwar die repetierenden Töne wieder auf, aber sie erscheinen plötzlich in einer sehr tiefen Lage. Und es tauchen vollstimmige Akkorde auf. Schon ganz am Anfang kommt der für die Gitarre vielleicht typische Quartenklang.
mit den leeren Saiten E, A und D mit noch einem Ton darüber. Dieser Klang wird dann auch auf andere Tonlagen übertragen. Allgemein tritt die Dissonanz viel mehr in den Vordergrund, während die Teile vorher noch von Tonalität und sanglichen Melodien gekennzeichnet waren, kommt jetzt Dissonanz. Außerdem kommt Chromatik ins Spiel. Ein dissonanter Akkord, auch wieder mit den Quarten, wird chromatisch bis zu einem dramatischen Höhepunkt verschoben. Wenn man versucht, das auf dem Klavier nachzuspielen, ist das ziemlich schwierig, schon allein die ganzen Versetzungszeichen irritieren. Auf der Gitarre allerdings ist das ganz einfach. Man hat einen Griff, den man nach und nach je einen Bund höher verschiebt. Diese Technik wird beispielsweise auch vom Komponisten Heitor Villa-Lobos angewendet, in vielen seiner Stücke. Zum Beispiel in seiner Etüde Nummer 1, die von Arpeggien geprägt ist, wird ein Griff von oben nach unten über beinahe das gesamte Griffbrett verschoben. Im letzten Abschnitt des Stücks werden Elemente aller vorigen Teile wieder aufgegriffen und miteinander verwoben. Präludierende tonale Skalen aus dem ersten Teil werden gefolgt von vollstimmigen dissonanten Akkorden mit Chromatik in der Oberstimme, wie wir es gerade gehört haben, und an- und abschwellenden repetierenden Noten. Hier ist noch einmal direkt Tonalität und Dissonanz gegenübergestellt. Die Erinnerung an den Anfang, der noch sehr in einer Tonart gefestigt war, und dann wieder dissonante Klänge. Für mich ist das Stück ein gutes Einstiegsstück für Menschen, die noch wenig Hörerfahrung mit neuer Musik haben, da man noch tonale Klänge hat, aber diese schon gelockert werden und erweitert. Und trotz der Einfachheit und wenigen Tönen steckt in diesem Stück unheimlich viel drin. Auch eine große Emotionalität. Und bei jedem Hören und bei jedem Spielen entdecke ich wieder etwas Neues. Deswegen ist das Stück im Laufe der Zeit zu einem meiner absoluten Lieblingsstücke überhaupt geworden. Am Ende steigt die Melodie noch einmal chromatisch bis in höchste Lage auf. Mit auskomponiertem Ritardando. Der Ambitus der Gitarre wird so voll ausgereizt. Es verläuft eine chromatische Linie mit Unterbrechungen vom Anfang des dritten Teils mit dem tiefsten Ton der Gitarre, klingend dem großen E, bis ganz ans Ende den höchsten auf dem Griffbrett liegenden Ton, das zweigestrichene H. Als letzter Klang steht der erste Grundstellungsdreiklang des gesamten Stücks. Nach den vielen Dissonanzen kommt das etwas plötzlich und wirkt komisch, vielleicht wie ein Schlussvorhang. Oder die aufsteigende Chromatik repräsentiert eine entschwebende Seele, die in den Himmel aufsteigt und dann in dem Grundstellungsdreiklang G-Dur die Erlösung findet. Das könnte auch von der Komponistin so gemeint sein. Gubaidulina war nämlich sehr gläubig
und ließ sich sogar heimlich taufen, obwohl Religion im politischen System der Sowjetunion verboten war. Aber hört euch doch das gesamte Stück nochmal an und bildet euch selbst eine Meinung. Ich habe in der Beschreibung eine Aufnahme von Martin Diller verlinkt, aus der auch die Hörbeispiele stammen. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und sage bis zum nächsten Mal bei Pottwahl 52.